herzlich willkommen zum österreichischen EU-Ratsvorsitz. Zum Genieren. Achso, warte mal. Falsche Sendung, oder? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Martin, servus. Servus. Was glaube ich dir? Alles klar. Du bist heute für einen EU-Vorsitz? Natürlich, schau mir an, bitte. Stimmt. Bitte, ich möchte kurz eine lobenswerte Erwähnung in den Kommentaren zu seiner Krawatte. Danke, danke, danke. Martin, was hat es in Österreich da? Ja, also wie die letzten Wochen, eigentlich die letzten Monate, nur zum Genieren und... Was du klingst ja voll deprimiert. Nein, das ist voll der Realismus. Okay. Ja, und für mich hat sie am besten zusammengefasst, der Matthias Strolz. Er hat ja gemeint, die ganze Kurz-Inszenierung macht ja einem nur besoffen. Und eigentlich, du weißt ja, was das Schlimmste ist am Besoffensein. Der nächste Tag? Genau, der Kater danach. Wir werden uns noch wundern. Aber Kurz ist doch so ein Lieber. Sagt wer? Ja, alle. Der Kurz sagt das, oder? Anyway. Servus. Kurze. Ja, und? Präsident, Bundeskanzler. Präsident? Minister? Kanzler. Kanzler, ne, sag ich. Kanzler. Sie sind nicht angekommen bei mir. Ich befürchte, du solltest dich daran gewöhnen. Okay. Ich bin nicht. Hast du gehört, dass die eine Taskforce Migration gegründet haben? Die, ja, die Regierung. Die Regierung, ja. Eine Taskforce Migration. Ja, klingt toll, oder? Ja. Um gleich in den Fremdwörtern zu bleiben, mir war ja lieber, sie migrieren. Wohin, Türkei? Ja, in irgendeine gefestigte Demokratie. Türkei, Ungarn. Russland, China, irgend sowas? Ja, freie Auswahl. Sehr gut. Was mich wirklich aufgeregt hat die Woche, war dieser Wahnsinn mit dem Kriegsspiel an der Grenze. Hast du das gelesen? Mich hat schockiert dieses Pro-Border-Ding. Ja. Dass das Ding ja Pro-Border heißt, die Übung. Mhm. Und das anscheinend aus dem rechtsradikalen Bereich kommt. Das war ja nicht die Neuigkeit, weil... Okay. Die Abgrenzung und Teile unserer Regierung mit Rechtsradikalen kannst du ja nicht mehr mit der Lupe finden. Aber dass sie sogar Polizeischüler fürs Kriegsspielen verwendet haben, das finde ich schlimm. Ja, da fällt mir nichts mehr dazu. Los mal's. Und was war diesmal jenseits des großen Dreiecks beim Trump los? Ja. Aber wieder einiges. Ja. Du kannst dich erinnern an sein Lieblingsprojekt. Die Mauer. Das andere Lieblingsprojekt. Was war das? Die Zölle. Ja, genau. Genau. Er ist doch recht so, making America great again. Und wir schauen, dass wir keine deutschen Autos mehr auf der Wall Street haben. Mhm. Da hat er irgendwie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Was ist passiert? Zum Beispiel Harley Davidson überlegt jetzt schon, dass sie die Produktion, eine Produktion außerhalb der USA, auch andenken, weil sie damit die Zölle umgehen, damit ihre Motorräder in Europa nicht teurer werden. Das heißt, sie produzieren direkt bei uns in Europa dann? Genau. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist super für uns. Ja, finde ich. Aber auch den Geschissen für den Präsidenten. Ja. Außerdem, die Einfuhrzölle auf Stahl wirken sich jetzt auch schon negativ auf sein America Great Again aus, weil Jobs verloren gehen dadurch. Mhm. Bei Unternehmen höhere Preise fürs Stahl zahlen müssen, deswegen entlassen sie Leute. Wo wird gespart? Bei den Leuten. Du, Entschuldige, und ich habe die Wirtschaftsuni besucht, Betriebswirtschaft studiert, nicht abgeschlossen, aber das war mir schon klar, dass das ein Schuss nach hinten ist. Ja, aber der Trump hat ja nicht wirklich was. Hat ja studiert. Er ist ja nur Unternehmer. Das heißt damit, dass Twitterant er ist er vor allem. Auf jeden Fall merkt er jetzt, dass er ein bisschen nach hinten losgeht, die Garde. Und sonst? Ja, sonst habe ich auch eine super Meldung, nämlich die Sarah Sanders, seine Pressesprecherin, die wurde jetzt in einem Lokal in Virginia ausgeschmissen, weil sie nicht bedient, glaube ich, von der Besitzerin, weil, und jetzt Zitat,
sie arbeitet für eine unmenschliche und unmoralische Regierung. Ja, aber du weißt schon, das ist jetzt nicht wegen den Zöllen gemeint gewesen, sondern weil die Kinder in Käfigen eingesperrt haben. Du, ich glaube, bei der Regierung Trump gibt es genug Gründe, wo das passen kann. Ja. Also da habe ich keine Bedenken. Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für Österreich. Wie wäre? Wir sind EU-Ratsvorsitz. Das auch. Ja? Ob das gut ist, das werden wir in 6 Monaten sehen. Nein, das ist gut, die EU ist ein gutes Projekt. Ob wir es gut machen, das werden wir in 6 Monaten wissen. Absolut richtig. Nein, aber andere gute Nachricht. Trump und Putin treffen sich nicht in Wien. Ja! 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 Das heißt nämlich, wir werden wahrscheinlich nicht auf irgendeiner Terrorlandkarte auftauchen, weil es uninteressant ist. Und kein Stau in Wien, sondern in Helsinki. Super! Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Was hast denn du gelernt die Woche? Ja, ich habe die Woche was Wichtiges gelernt. Das wissen vielleicht viele nicht, aber ich verdiene meine Brötchen mit Social Media Beratung. Ich helfe Unternehmen auf YouTube, Facebook und so zu kommunizieren. Und die haben immer die große Angst des Shitstorms. Und jetzt haben alle Social Media Berater einen Jubeltag, denn es gibt die Shitstorm Versicherung. Das heißt, wenn du einen Scheiß baust, hat die Versicherung auch. Ich baue keinen Scheiß. Nein. Aber die anderen Social Media Berater. Okay, gut. Also für deswegen kannst du die Versicherung nehmen oder gleich zu mir kommen. Das ist ein Deal. Und was hast du gelernt die Woche? Erschreckend, Fußball. Okay. Ja, ich weiß, interessiert dich nicht, aber ich natürlich schon. Es wird eine Fußball-Weltmeisterschaft weitergespielt, selbst wenn Deutschland ausscheidet. What? Ja, so habe ich auch nicht geglaubt. Ich bin zwar kein Fußballfan, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Machen sie aber. Ist die dann gültig? Ich nehme es an. Aber Fußball-WM ohne Deutschland, wow. Ja. Das ist ja meine Erkenntnis. Gut, damit hätten wir das. Ja. Wir sind jetzt 2 Wochen lang nicht da. Urlaub, genau. Und das heißt aber danach kommen wir dafür wieder regelmäßig, in voller Power zurück. Das heißt, schön mit Krawatte und Hemd und was? Krawatte spielt es jetzt nicht jedes Mal. Nicht? Nein. Wenn ich fliege? Also wenn 5 Leute unterschreiben, fliege, dann vielleicht. Martin, ich fliege. Alleine deswegen möchte ich das schon machen. Anyway, wir wünschen euch schöne Ferien. Wir vergessen einschmieren, ist wichtig. Sonnencreme und so, Sonnenbrand ist gefährlich. Danke fürs Reinschauen, schöne Ferien und dir schöne Ferien, Martin. Ja. Okay, ciao.